Ah, ich kann doch nach Fingerabdrücken allgemein suchen, nicht blind. Ich blindverschwör mich, Blödkopf. So. Ich bin da schon gar nicht mehr gewohnt. So. Ja, sieh mal einer an. Was haben wir denn Schönes? Zachary Lynch, männlich, Größe 1,78, Augen blau, Haare grau, 79 Kilo, Geburtsdatum 18.05.1959. 1992 Fahren unter Drogen freigesprochen. Arbeitserlaubnis vom Nevada State verlängert am 01.06.2010. Derzeitiger Arbeitgeber Silver Sierra Construction Corporate. Whoa, the fingerprint on the suicide note belongs to Zachary Lynch. What a boss, huh? He even helps his employees with their suicide notes. Agent Huntby here has some information he'd like to share with us. It's regarding Mark Ensign's apparent suicide. I don't know where you're at with this investigation right now, but there's no way Mark Ensign killed himself. Warum glauben Sie nicht, dass sich Ensign selbst getötet hat? I think you may be getting a little bit ahead of the evidence, Agent Huntby. Look, I was this close to turning him into a criminal informant. Ensign was about to go out on a limb, so he was pretty scared. Scared enough to take his own life? Absolutely not. Was wollten Sie von Ensign in Erfahrung bringen? Or aren't you authorized to discuss that? Look, off the record, Ensign was on the verge of turning state's evidence on allegations of kickbacks and bribes involved in the construction of the La Ventura Casino. He would have been my eyes and ears at the Silver Sierra Construction Company. He'd been working there as Zachary Lynch's right arm for 5 years. Lynch is the president of the company. And before that, he was Beatrice Salazar's lawyer, back in Miami, about 10 years ago. But we suspect she's maintained the relationship through Silver Sierra. So Ensign might have been your way to get to Salazar. Well, with your help, I'm hoping he might still be. Good luck. Und wieder ist die Bienenkönigin am Start. Das ist schon sehr interessant. Der letzte Fall heißt Endgegner. Ich denke mal, im Gegensatz zu dem vorherigen Teil, wo es nicht so oder wo es so war, dass eigentlich jeder Teil für sich stand und der letzte nicht irgendwie die großen Fragen angeschlossen hat, glaube ich, dass es hier so sein wird. Wir werden 4 Fälle haben, die irgendwie immer in Verbindung mit der Bienenkönigin stehen. Und im letzten Fall werden wir quasi den großen Zweikampf mit ihr angehen. Wir brauchen einen Durchsuchungsbefehl für Zachary Lynchs Büro in der Baustelle des La Ventura. Based on what evidence? Naja, wie wär's mit seinem Finger? Lynch touched the suicide note? What else has he been up to? Why don't you go check out his office and see what you can turn up? Ich vergesse es jedes Mal. Jedes Mal vergesse ich, dass das jetzt ja nicht mehr auf Look who's here. Zachary Lynch. You want to talk to him first or should we check out the office? Ich vergesse jedes Mal, dass man nicht mehr auf Fertig klicken muss, sondern dass er sofort quasi das auswählt und nutzt. So. Ich würde mal sagen, wir untersuchen erst das Büro. Sagen kann der Herr, der scheinbar ehemaliger Anwalt ist, uns ja vieles. Interessanter ist für mich eher das hier. Even if files have been deleted, we should be able to recover them. Check out whether this is the computer that generated the suicide note and when it generated that note. Viel interessanter finde ich die Blutspuren, mein guter. Das darauf gar nicht angesprochen. Und schon wieder, ganz zufällig, liebes Ubisoft-Team, steht ein Asus-Computer an dieser Stelle. Aha. Asus. Weil Asus die einzige Firma ist und Asus so beliebt ist, dass jeder hier Asus benutzt. Absolut jeder. Ja, nee. Ist klar. Ich weiß ja nicht, in welcher Wunschwelt ihr steht. Asus kann ich jetzt qualitativ gar nicht so beurteilen, muss ich sagen, weil ich jetzt nie was von Asus hatte.
Aber ich glaube nicht, dass... Mr. Lynch, we're from the Las Vegas Crime Lab. We have a search warrant for your office. Of course you do, but you're wasting your time. Mark was dealing with a lot of personal issues, and I think you're way out of line here, using his suicide as an excuse to harass me. Im Moment. We're done for now, Mr. Lynch. But don't leave town. Yeah, I wouldn't dream of it. Ich untersuche erst den PC, bevor ich mir das jetzt hier weiter antue. Ich wollte nämlich hier die... Okay, auf die Blutspuren kann ich nicht zurückgreifen, warum auch immer. Na gut. Dann untersuchen wir mal ganz kurz erst die Beweise, bevor wir sie ihm an den Kopf knallen. Dann haben wir nämlich noch zusätzliche Druckargumente. So, zack und zack. Und das sieht gut aus. Ne, was ich sagen wollte ist, egal wie gut Asus sind, ich glaube nicht, dass sie die einzigen sind oder die einzige Firma sind, dass sie so beliebt sind, dass jeder in dieser Welt Asus kauft. Blood on the keyboard belongs to Mark Ensign. Ja, so sieht das nämlich aus. Das haben wir zwar uns schon gedacht, aber gut. So. Dann Computeranalyse. Vielleicht finden wir was Gutes, Schönes. So the last document created on this computer was the suicide note. But it was created nearly 8 hours after Mark Ensign died. Hm. Da hat jemand die Leiche gefunden und wollte das Ganze ein wenig quasi nachbearbeiten, um vielleicht die Situation abzuschärfen. Jetzt aber, warum befand sich ihr Fingerabdruck auf dem Abschiedsbrief des Opfers? I talked to Mark on the phone last night. He sounded awful, worse than I'd ever heard him. I told him he needed to take some time off, clear his head. So we planned to meet this morning to discuss the details of a temporary leave of absence. But when I got here, I found him, and I found his note, and I read it. And then I put it back where I found it. Warum haben Sie nicht die Polizei gerufen, als Sie seine Leiche fanden? I should have, I know that. But La Ventura has suffered delay after delay, and I just needed to take some time to figure out what I was going to do next. How I was going to explain to my investors that our lead man on the job was dead, that he had taken his own life. Do you understand what I'm talking about? It just doesn't inspire a lot of confidence in my company's ability to finish this very expensive, highly anticipated project. Was taten Sie, nachdem Sie den Leichnam gefunden und den Brief gelesen hatten? I went home, poured myself a drink and waited. I guess I was waiting for a conversation like this, with people like you. Wir brauchen einen Abdruck von Ihrem Schuh. Whatever it takes to get this over with. Können Sie das Blut auf Ihrer Computertastatur erklären? Blood on my keyboard? It could be Mark's, I guess. Das ist alles. Woher weiß er, dass es von Mark ist? Hm. So. Wenn wir jetzt nochmal untersuchen, werden wir sehen, dass die Spuren des Schuhs nicht hiermit übereinstimmt. Das heißt, es hat sich noch jemand anders der Leiche genähert. Ja, so gerne ich auch weiterspielen möchte. Ich habe jetzt nicht lange spielen können, aber ich muss leider an der Stelle auch schon wieder Schluss machen. Da ich noch ein bisschen heute eingespannt bin. Aber ich war so begeistert jetzt von dem letzten Fall, den wir in so einem Rutsch durchgespielt haben, dass ich einfach spielen musste, auch wenn ich wusste, dass wir das beim zweiten Mal jetzt nicht schaffen werden, in einem Rutsch den Fall durchzupauken oder... Pauken ist das falsche Wort, aber durchzubrettern. Ich hoffe auch, es hat euch jetzt angefixt, weil das ganze oder dieses ganze Konstrukt um die ganze Story hier doch schon so ein bisschen verwobener ist und quasi umspannter. Es
Ich bin total angefixt. Ich würde am liebsten echt weiterspielen, aber ich muss halt noch ein bisschen was vorbereiten. Meine Pläne nämlich so an und für sich sind alle ein bisschen durcheinander geraten. Während das hier quasi zu sehen ist, waren für euch oder sind schon, ist schon die Nexus-Staffel von FTL angelaufen. Vielleicht konnte ich schon das zweite Let's Play neben CSI starten, ich weiß es nicht. Als ich es das erste Mal versucht habe aufzunehmen, habe ich eine Stunde aufgenommen, um am Ende festzustellen, dass das Videomaterial nicht mitgespielt hat. Das war sehr ärgerlich. Ich muss jetzt noch eine zweite Aufnahme machen. Ich weiß halt nur noch nicht, wie schnell ich das jetzt schaffe, weil der April ja, wie gesagt, ein bisschen bei mir komplizierter ist und alles. Dann möchte ich natürlich noch ein paar kleine Let's Take a Looks wieder machen und alles. Ich nehme mir wieder einfach viel zu viel vor, aber so bin ich halt. Ich bin da momentan voll auf diesem Hobby-Trip und mir gefällt das alles. Mir macht das so viel Spaß momentan alles. Und gerade mit den richtigen Spielen macht das Let's Playen auch super mächtig Spaß. Naja gut, ich will euch jetzt nicht vollquatschen und nicht Zeit schinden, sondern ich wünsche euch einfach mal, oder hoffe einfach mal, ihr hattet Spaß und habt Spaß mit dem, was ihr gerade so zockt. Ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß und ich freue mich schon, wenn wir weiter zocken können und der Bienenkönigin irgendwann endlich mal ein bisschen auf den Zahn fühlen können. Die Frau, die kriegen wir auch noch. So viel zum Abschied und ich sage einfach mal Cheerio, the king has left the building. Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zur neuen Aufnahmesession von CSI Fatal Conspiracy oder im Deutschen CSI Tödliche Verschwörung. Ja, es ist leider ein Weilchen her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Mir ist eigentlich so einiges ziemlich dazwischen geraten und auch vieles so gar nicht, wie ich es geplant und gehofft hatte. Was meine ganze Planungssystematik oder generelle Planung ziemlich durcheinander geworfen hat. So wollte ich eigentlich ein Let's Play als zweites Let's Play laufen lassen während der FTL-Geschichte schon, aber ich habe bis jetzt halt noch immer keine Antwort gekriegt, keine Erlaubnis zur Duldungserklärung. Dabei handelt es sich um ein Spiel oder beziehungsweise um eine Firma, wo ich angefragt hatte, die beim letzten Mal sehr, sehr schnell mir geantwortet hatte. Ich muss jetzt mal gerade mich überhaupt wieder einfinden. Ich sollte vielleicht einfach mal einen Blick in die Beweise werfen, welche Beweise wir haben, bevor ich mit irgendwelchen Blindlingstaten die Statistik runterreiße. Und deshalb bin ich so ein bisschen... Ich habe auch schon eine Aufnahme gemacht, oder beziehungsweise habe die Aufnahme... habe halt schon aufgenommen und weil jetzt aber dieser... Die Pläne jetzt halt... Okay, den Abschiedsbrief haben wir untersucht, da ist aber vorerst scheinbar nichts. Wir können ja mal den Bauhelm untersuchen, vielleicht findet sich da was. Die Pläne sind deshalb da ein bisschen durcheinander geraten. Ich hatte eigentlich eine Aufnahme schon gemacht, vorbereitet, dann bin ich krank geworden. Das habe ich auf Facebook geschrieben, man hört es vielleicht auch noch. Ich habe es noch nicht ganz auskuriert. Aber die Folgen oder beziehungsweise mein Folgenpensum ist ein bisschen knapp geworden jetzt so langsam. Und da wollte ich oder musste ich oder möchte ich jetzt einfach auch aufnehmen, um nicht Folgen ausfallen zu lassen. Das ist mir immer ganz wichtig, dass ich immer partout oder immer permanent was euch präsentieren kann. Und da keine Lücken entstehen. Deshalb wollte ich mich jetzt auch wieder reinstürzen, obwohl ich eigentlich genauso verplant, wenn nicht sogar verplanter bin als beim letzten Mal. Und wir sehen schon, oder beziehungsweise ich erkenne schon wieder, wo das Problem beim letzten Mal, weswegen ich ja auch beim letzten Mal nicht wirklich weitergekommen war. Die Beweise waren so ein bisschen das Problem, nicht? Super, das ist ja eigentlich schon mal eine ganz tolle Voraussetzung. Okay. Müsste er jetzt nicht hier sowas sagen wie, dieser Schuh scheint es auf jeden Fall nicht gewesen zu sein. Aber nee, das sagt er nicht. Na super.